Wenn du im Spiel Probleme hast, dann erfährst du in diesem Video, wie du deinen Charakter extrem stark aufbauen kannst. Du besitzt ein großes Schild mit Abwehrbonus 73, welches auch noch eine Kriegsasche Barrikadenschild benutzt. Dann besitzt du ein spezielles Speer, mit dem du aus der Deckung zustechen kannst. Obwohl du zustichst, kannst du nicht getroffen werden. Das bedeutet, du blockst gleichzeitig und stichst auch noch zu. Außerdem besitzt das Speer auch noch einen Frost- und Blutverlustschaden und kann auch noch Fernkampfattacken ausführen. Selbst die größten Bosse können dir absolut gar nichts ausrichten und dieser Aufbau eignet sich besonders für Anfänger. Im Video erfährst du auch noch, wo du das Speertalisman bekommst, welches deine Stoßangriffe verstärkt und wir benutzen außerdem noch Radagons Narbensiegel, welches dich extrem boostet. Auch dieses Rüstungsset findest du gleich zu Beginn und es hat solide Werte. Die meisten Gegner werden gegen dich absolut keine Chance haben. Solltest du schon eine andere Klasse spielen, wie zum Beispiel Magier, dann kannst du deine Werte zurücksetzen und deinen Charakter umskillen. Wenn du nicht weißt, wie es geht, dann schau dir dieses Video an. Es befindet sich in der Infobox. Zuerst solltest du dir dieses Schild holen, weil du es gleich am Anfang bekommst und später steigst du auf das Eclipse Großschild um. Das Schild findest du an diesem Punkt, Wall von Schloss Marone. Und zur Orientierung, hier ist das Anfangsgebiet. Du kannst hier einfach den Weg entlang reiten und dann kommst du zu dem Punkt. Dann kommst du hier einfach raus, nimmst dein Pferd und springst hier hoch und zielst gleich nach rechts, damit du hier hochkommst. Ja, und hier ist schon dein Schild. Das Schild besitzt auch ein Talent, welches Barrikadenschild heißt und du aktivierst es auf L2. Jetzt ist dein Schild deutlich stärker. Um genau zu sein, der Abwehrbonus steigt. Je höher der Abwehrbonus, desto besser blockst du und verbrauchst weniger Ausdauer. Als nächstes solltest du dir den Speer holen. Der befindet sich hier in diesem Geldtunnel. Das ist hier in der Nähe vom Fäulnisbalkon. Hier zur Orientierung das Anfangsgebiet. Hier einfach nach oben und ja, hier ist der Balkon und jetzt zeige ich dir mal, wie du vom Balkon dahin kommst. Wenn du hier beim Ort der Gnade rauskommst, einfach umdrehen, aufs Pferd steigen, dann hier an der Hütte vorbei, hier hoch, dann links nach unten und hier einmal rechts rum und hier befindet sich der Tunnel. Hier springst du einfach runter, zack, dann hier runter, hier weiter, so dass du halt nicht komplett abstürzt. Hier ist noch ein weiterer Ort der Gnade, dann gehst du von hier aus geradeaus. Ich habe die Gegner für dich getötet, damit wir keine Zeit verschwenden. Hier ist dann am Ende des Tunnels auch noch so ein kleiner Miniboss. Hier einfach rein und ja, hier ist der Miniboss und hier bei der Leiche findest du das Kreuz Naginata und jetzt kannst du schön mit deinem Schild abgehen. Du bist in Deckung, dir kann nichts passieren und du kannst zustechen. Nun kannst du dir dein richtiges Schild holen. Eclipse Großschild heißt es. Hat anfangs 67 Abwehrbonus. Wenn du es noch besser haben möchtest, kannst du es beim Schmied mit normalen Schmiedesteinen upgraden. Die Videos zu den Schmiedesteinen packe ich dir oben in die Infobox. Dann kannst du dir bequem welche beim Händler kaufen. Und mit diesen kannst du das Schild auf Stufe 18 bringen und einen Abwehrbonus von 73 bekommen. Hier nochmal der Vergleich zu den riesen Schildkrötenpanzer. Wir haben hier 81,15 bei körperlich und bei dem haben wir jetzt abgegradet auf 224 plus 88. Außerdem hast du auch noch besseren magischen Schutz und die anderen Resistenzen. Das Schild selber bekommst du in den Katakomben der Schwarzen Klinge. Hier ist das Anfangsgebiet. Dann gehen wir hier hoch. Du kennst es ja wahrscheinlich schon. Hier ist die Akademie und wir gehen dann nach rechts. Und hier zu den Katakomben der Schwarzen Klinge. Wenn du hier ankommst, reitest du am besten an dem Ritter vorbei. Der steht ungefähr hier. Reitest hier rein. Und aktivierst den Ort der Gnade. Nun kannst du ihn ganz einfach abfarmen. Bück dich am besten und backsteppe ihn. Mit R1. Und dann kannst du mit deinem Schild die Attacken abblocken. Und zustechen.
Ganz easy. Farm ihn einfach immer wieder ab, geh zurück zum Ort der Gnade, bis er dann schließlich das Schild droppt. Außerdem droppt er noch ein komplettes Set. Beachte aber, dass er kein Kopfteil droppt. Also er hat ja keinen Kopf, er droppt nur 3 Teile plus sein Schwert. Das Set heißt Ritter des Mausoleums. Ist für den Anfang nicht schlecht, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Nun holen wir uns noch die Asche. Die findest du ebenfalls hier bei Wald von Schloss Morone. Geh einfach an den Ort der Gnade und dann auf Zeit vertreiben. Nimm dann den 3. Punkt bis zum Nachteinbruch. Und jetzt erscheint hier ein Ritter. Dieser droppt dann die Asche. Dann gehst du zu der Tafel der Gnade, zum Schmied, dann auf Kriegsasche, wählst dein Schild aus und aktivierst dann die Asche. Nun kannst du auf L2 dein Schild aktivieren und blocken. Besonders die Speergegner haben jetzt ein Problem mit dir. Du kannst jetzt schön bequem aus der Deckung einfach zustechen. Perfekt für Anfänger. Nun kannst du dir die 2. Asche für dein Speer holen und diese befindet sich hier bei der Brücke der Torstadt. Das ist hier bei der Akademie wieder. Porte dich einfach hier hin und raste wieder bis zum Abend. Besser gesagt bis zum Nachteinbruch. Dann drehst du dich hier um. Kannst nochmal auf der Karte hier zum Beispiel einen Weg markieren. Einfach hier auf dem Pfad entlang. Und da siehst du schon den schwarzen Ritter. Der ist jetzt auch kein Problem, weil du gut ausgerüstet bist. Du siehst, er ist jetzt wirklich easy geworden. Auch die meisten Bosse werden dir jetzt überhaupt keine Probleme bereiten. Und nachdem du ihn besiegt hast, bekommst du die Kriegsasche Eisspeer. Jetzt gehst du wieder zu der Tafel der Gnade, dann wieder zum Schmied, auf Kriegsasche, wählst dein Speer aus und dann die Eisspeer Kriegsasche. Wenn du dann auch noch nach unten gehst auf Eisig, dann löst er auch noch Frostschaden aus. Und jetzt bist du komplett overpowered. Du hast hier Frost 94 und auch noch Blutverlust 45. Wenn du deinen Speer in beide Hände nimmst, kannst du mit L2 auch noch diese Attacke ausführen. Wenn du nicht weißt, wie man das Speer in beide Hände nimmt, einfach Dreieck halten und R1. Man kann auch gewisse Talismane noch einsetzen für Blutverlust. Das zeige ich dir dann in anderen Videos. Wir holen jetzt aber ein Speertalisman, damit du noch ein bisschen heftiger abgehst. Das Speertalisman findest du hier in dieser Höhle. Orientier dich einfach hier an der Akademie und dann hier einfach runter. Kannst auch von dem Punkt zum Beispiel rüberreiten oder von dem und dann dahin. Und hier so eine Höhle, die ist so ein bisschen schwer zu sehen. Hier sind auch so Kristalle. Und da gehst du dann einfach rein. Falls du die Laterne noch nicht hast, dann verlinke ich sie dir oben in die Infobox. Hol sie dir unbedingt. Ist einfach bequemer. Dann rennst du hier einfach links entlang. Hier sind ein paar Gegner. Sollten für dich kein Problem jetzt sein. Dann hier rechts. Hier ist noch so ein Schmuckosaurik. Ein kleiner und ein großer. Keine Chance gegen dich. Einfach nur OP. Wenn du sie dann gekillt hast, dann drehst du dich hier um und hier ist eine Kiste. Herzlichen Glückwunsch, jetzt hast du den Speertalisman. Dieser verbessert Konterangriffe von Stoßwaffen, also von Speeren. Mit Konterangriffen ist gemeint, wenn zum Beispiel die Gegner zuschlagen und du einfach zustößt. Das ist für dich jetzt absolut kein Problem. Du hältst einfach L1 und stößt einfach mit R1 zu. Dir passiert gar nichts. Was du auch noch benutzen kannst, ist Radagons Narbensiegel. Er erhöht 4 deiner Attribute um 3 Punkte. Einmal Kraft, Kondition, Stärke und Geschick. Außerdem hast du dann mehr LP. 4 Punkte mehr auf Ausdauer und deine Ausrüstungslast steigt auch noch. Der Nachteil bei diesem Talisman ist, dass der erlittene Schaden steigt. Das ist ja aber vollkommen egal, weil du einfach jeden Hit blockst. Radagons Narbensiegel findest du hier im Siegelgefängnis der Klagen. Hier ist das Anfangsgebiet. Gehst hier durch, durch das Tor, hier dann abbiegen, hoch und hier dann so ein bisschen nach oben und dann kommst du hier rum und hier ist dann das Siegelgefängnis. Dort ist ein Boss, der ist ziemlich leicht zu besiegen. Besonders mit deiner Ausrüstung solltest du da absolut keine Probleme haben. Schau dich bei uns am Kanal um, wir produzieren für dich mehr als 1000 Videos zu Elden Ring.